Moin! Guten Tag, hallo! Herzlich willkommen zu einem ganz fantastischen Let's Play. Ja. Auf das wir uns ganz, ganz lange gefreut haben, der Jens und ich, denn wir spielen Star Citizen. Das weltberühmteste Kickstarter-Spieleprojekt aller Zeiten hat mittlerweile über gigantische 100 Millionen Dollar eingenommen, über die verschiedenen Kanäle, bei denen man sich beteiligen konnte. Wohlgemerkt nur von Backern. Ja. Und ausschließlich für die Entwicklung des Spiels. Genau. Es handelt sich, falls ihr das nicht wisst, um ein unfassbar ambitioniertes Weltraumspiel, in dem ihr ja in alles machen könnt. Alles machen könnt in Reminiszenz an die guten alten Klassiker. Wing Commander. Zum Beispiel aus den, weiß ich nicht, 80er, 90er Jahren. Übrigens auch von denselben Entwicklern wie Wing Commander. Ja, Chris Roberts ist quasi Chef und Erfinder des Projekts und es gibt Alpha-Versionen schon für Backer. Je früher man gebackt hat, desto besser läuft, weil man dann Zugang zu einem geheimen PTU-Server hat, genau. Das war draußen explodiert hier auf der Station. Egal. Wie dem auch sei, ja, ich bin sehr aufgeregt, wie du schon gesagt hast, sehr ambitioniertes Produkt eigentlich, was sie da sich vorstellen. So ambitioniert, dass ich sogar sage, uiuiui, ob die es wirklich alles halten können, was sie versprechen. Es soll halt riesige, also es soll im Endeffekt ein Mix werden aus Wing Commander, EVE Online und allen anderen MMOs. Ja. Weil im Endeffekt, man kann nicht nur mit seinem Schiff rumfliegen, man kann mit seiner Crew interagieren, soll First-Person-Shooter-Elemente haben, man kann halt Stationen einnehmen mit First-Person-Shooter-Elementen, man hat alles Mögliche. Das ist so krass. Beim Aufzählen gerätst du schon ins Schwitzen. Ach. Ja, und wir springen mal direkt ins Spiel rein, ja, damit ihr euch mal ein Bild machen könnt. Ihr seht es grafisch, das ist das Erste, was einem auffällt, sieht es echt krass aus. Es ist ein MMO und die Welt ist unfassbar groß. Und normalerweise spart man da ja notgedrungen auch an grafischen Dingen, aber das sieht schon echt nice aus. Und dementsprechend hat das auch eine Hardware-Anforderung. Da würde Crytek würde sich in Embryonalstellung legen und weinen. Genau, weil so sieht's aus. Normalerweise sind die ja dafür bekannt, dass sie jede Rechner zum Glühen bringen. Aber Star Citizen läuft bei uns auf einem richtig fetten HP-Rechner. Maschinchen, das wir von HP, vielen Dank dafür, gestellt bekommen haben, damit wir das hier auch vernünftig zocken können. Ey, das ist, also wirklich, wir laufen echt auf den besten Einstellungen und es ist wirklich sehr, sehr, sehr flüssig. Also überraschenderweise. Man muss direkt nochmal dazu sagen, falls es zu Abstürzen kommen sollte, ist es natürlich gewollt. Nein, es ist natürlich nicht gewollt. Das Spiel ist halt noch in der Alpha-Testphase. Also das heißt auf gut Deutsch, Fehler können immer wieder auftreten, Glitches und so weiter. Nur, damit ihr schon mal Bescheid wisst. Nicht, dass ihr sagt, ey, das ist ja noch gar nicht fertig, das Spiel. Nein, es ist noch nicht fertig. So, wir gehen jetzt erstmal hier mir ein Schiff organisieren. Mit welchem Schiff wollen wir anfangen? Sollen wir erstmal das kleinere nehmen oder erst das ganz, oder direkt das ganz große? Ja, fangen wir doch klein an, oder? Fangen wir klein an, damit alles wir klar. Doch steigern können. Also, ich habe Zugriff zu drei Schiffen. Einmal die Constellation, das ist ein Vier-Personen-Schiff, sagen wir mal so. Mhm. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Also, ihr könntet mit euren drei anderen besten Buddies in einem Schiff steigen und dort Millennium Falcon-Style gegen Piraten antreten. Also sprich, der Nils könnte dann später, das ist natürlich so gewollt, mit VR-Brille in das Schiff mit einsteigen und dann sich in die Geschützkanzel reinsetzen und dann da rumballern. Mhm. Unfassbar gut. Zusätzlich bietet das Schiff noch einen Abfangjäger und ja, rababrababa. Wir machen jetzt aber hier erstmal die Anvil Hornet. Anvil ist Amboss, oder? Genau. Amboss-Hornisse. Ist das ein Tier, was wirklich existiert? Die Amboss-Hornisse? Vielleicht gibt es das sogar. Weil die ist so groß und kräftig, die kann man auch als Amboss benutzen. So, jetzt muss ich gucken, wo mein Schiff hingestellt wurde. Da hinten lang muss ich. Es hat halt sehr viele MMO-Elemente. Man kann wirklich dort Quests machen. Man kann ja, alles Mögliche machen. Ne? Man kann sich besser equippen. Man kann sein Schiff besser equippen. Da ist mein Schiff. Man kann sich bessere Ausrüstung holen. Man kann eine Corporation gründen. Man kann eine Allianz gründen. Man kann ein Pirat sein, Bounty Hunter, Händler. Alles. Ihr könnt sogar euch ein eigenes Reparaturschiff bauen oder kaufen und damit dann irgendwie an Fronten fliegen und Gegner oder je nachdem halt reparieren lassen für Geld. Ja, das ist ein ganz spannender Aspekt, weil das ist ja auch bei EVE Online so. Also das Wirtschaftssystem, es muss ja auch funktionieren, das muss ja auch gewappnet sein gegen irgendwelche komischen Versuche, das zu manipulieren. Es gibt ja auch KI, die dafür programmiert wurde, das Wirtschaftssystem genau zu unterstützen. Wenn jetzt zum Beispiel irgendwelche Missionen nicht gemacht werden, dann macht die KI die oder so. Oder baut Ressourcen ab und so. Aber
ich finde das immer spannend zu sehen, ob es dann halt so Leute gibt, wie in der Wirklichkeit auch, die irgendwelche schmierigen Tricks machen. Zum Beispiel sowas wie, ey, die schließen sich zusammen, die einen sind die Kämpfer, aber von derselben Organisation gibt es auch Reparaturschiffe und die Kämpfer gehen immer irgendwo hin, machen was kaputt und dann kommen die Reparaturschiffe und machen wieder alles ganz. Das gegen Geld zu reparieren, aber es ist derselbe Konzern oder so. Weißt du, solche Spielchen. Ich gucke mir gerade das Schiff an, das kenne ich noch gar nicht. Guck mal hier mit so... Echt. Also die haben halt eine eigene Physik-Engine, die haben irgendwie extra Leute vom MIT irgendwie eingestellt, die sich um die KI kümmern von den Gegnern. Also sprich, dass die Gegner nicht stupide auf dich zufliegen, sondern halt, dass die wirklich abweichen, die berechnen ungefähr, wo du lang fliegst, damit die in die andere Richtung fliegen und so weiter und so fort. Das ist hier übrigens mein kleines Schiffchen, die Hornet. Man kann sie dann noch upgraden, dass man hier unten drunter so eine geschützte Kanzel hinpackt, damit sich dann noch eine zweite Person da reinsetzen kann. Genau, geh nochmal dahin. Das ist so ein bisschen... Millennium Falcon Style, da, genau, da wo, der, da, wo das runde Ding ist, ne? Da wahrscheinlich. Und dann, ich weiß nicht, gibt es vielleicht auch so gläserne Kapseln dann? Genau, du sitzt in der Gläser, also das ist jetzt noch nicht der Fall, weil sich noch nicht upgrade haben, logischerweise. Aber das kann ich gleich in der Andromeda zeigen, da gibt es wirklich eine Geschützkanzel, wo man sich reinsetzen kann. Ja, und ich finde, das ist echt ein überragender Aspekt, dass du wirklich mit mehreren Leuten auf dieses Schiff gehen kannst. Und fliegst gemeinsam durch die Gegend. Normalerweise ist es ja so, jeder hat sein eigenes Schiff. Du bist dann in dem Moment das Schiff, wenn du da rumfliegst. Und kannst dann vielleicht, wenn jemand anders auch ein Schiff hat, vielleicht nebeneinander fliegen maximal oder so. Aber hier ist dein Avatar ist in diesem Raumschiff. Du kannst dann ja auch, während das Ding fliegt, quasi einfach aufstehen und irgendwo hingehen. Genau. Zum Beispiel dann in einen Geschützturm oder so. Und dein Buddy, der ist aber auf demselben Schiff so. Und du kannst dann... deine Angriffe koordinieren, du kannst auf den langen Weltallflügen auch gemütlich quatschen, chatten, was auch immer. Das ist schon nice. Und weil es so geil aussieht, ich glaube, ich habe ja gerade einen Spruch gebracht, dass Crytek sich auf den Boden krümmt und weint, weil die Hardwareanforderungen so krass sind. Die Engine, ist das die Cry-Engine? Das ist die Crytek-Engine, ja. Die haben ja nur aufs Übelste aufgebohrt. Und das Witzige ist, die haben halt, also es ist halt so ambitioniert. Ich bin halt selber teilweise so skeptisch mit der ganzen Geschichte. Also die ganzen Einzelschiffe bestehen aus den richtigen Einzelteilen wie bei einem normalen Raumschiff. Beziehungsweise Raumschiffe gibt es ja noch nicht so wirklich viele. Aber wie beim normalen Schiff, also sprich, man kann halt die Landeklappen wegschießen. Man kann... Collision Alert. Man kann halt alles Mögliche wegballern. Ne? Und so verhält sich dann auch das Schiff. Also es gibt halt eine eigene Physik-Engine, die sie extra dafür entwickelt haben und so weiter und so fort. Also es ist schon wirklich ziemlich, ziemlich krass. Aber, wie du ja schon vorhin angesprochen hast, 100 Millionen haben sie schon eingenommen. Und natürlich stecken dann die 100 Millionen nicht, also wie bei den meisten Spielen, in Marketing, sondern komplett in der Entwicklung. Ja, das ist halt... Das ist halt wirklich komplette Entwicklung einfach. Ja, das ist halt das Ding, wenn du Kickstarter machst, da hast du deine Kunden ja im Prinzip im Vorfeld schon gesammelt. Und klar... Natürlich werden die später auch noch Marketing machen, weil sie dann auch noch neue Kunden dazu gewinnen wollen. Aber sie haben es erstmal nicht nötig. Es ist ja normalerweise im Entwicklungsprozess so, dass ein Publisher die Summe vorstreckt für die Entwicklung und gibt die einem Entwicklerstudio, was das Spiel dann herstellt. Und dann am Ende muss man das Geld zurückgewinnen durch Verkäufe der Spiele. Genau. Dementsprechend groß sind die Marketingkampagnen auch. Und hier ist es eben so, dass die Finanzierung steht. Und alles, was sie da reinpumpen, ist Geld, was sie schon bekommen haben. Und deswegen können die sich das eben auch erlauben, da kein Marketingbudget für einzukalkulieren. Also das wird sicher am Ende noch kommen, ja. Aber für den Moment geht alles in die Entwicklung wahrscheinlich. Ich habe jetzt hier übrigens, also es gibt schon die ersten Quests in den in dem Gebiet. Und zwar, es gibt ja so Arrays und diese Arrays, also diese Satelliten, werden halt von Piraten angegriffen und wir müssen sie unterstützen der örtlichen Polizei, indem wir diese Piraten halt vernichten. Für diese Aktion bekommt man dann Kohle. Mit dieser Kohle kann man dann nochmal zusätzlich sich wieder neue Sachen kaufen, neue Waffen kaufen für seine First-Person-Person und so weiter. Peng, 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 peng. Also ich gucke nebenbei immer so ein bisschen in den Chat und das ist interessant, weil einige sind total geflasht und andere sind super skeptisch und sagen, das wird der größte Flop der Spielegeschichte. Und ich muss sagen, ich kann beides verstehen, weil das geht mir ganz genauso. Ich sehe das und man liest ja auch die ambitionierten Pläne, die das Spiel hat.
Und dann denkt man sich, ey, das ist so viel, das ist so komplex. Erstens, die werden wahrscheinlich nie fertig werden. Und zweitens, die überheben sich daran. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass es wirklich dann noch Ende 2016 ist, glaube ich, der angepeilte Release-Termin, dass die das dann auch einhalten oder zumindest nicht zu lange Verlängerung brauchen. Und dass das dann auch einfach so läuft, wie sie sich das vorstellen. So, ich bin aber auch noch ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Weil es einfach zu episch ist alles. Auch die ganze Geschichte mit auf Planeten landen und sowas alles, ne? Also man kann halt... Ich habe keine... Oh Gott. Oh, Missile evaded. Haben wir noch irgendwie Piraten? Da ist noch einer. Also man kann ohne Ladescreen auf Planeten landen, ja? Und die wollen halt... offensichtlich wirklich komplette große Städte von der Erde nachbauen, beziehungsweise sind dabei, dass man dann halt in Berlin landen kann oder so. Ich weiß nicht, ob das alles stimmt, das waren jetzt immer so Foreneinträge. Wäre auf jeden Fall, glaube ich, dann der Super-GAU. Also wenn das wirklich alles... Ihr müsst euch einfach mal vorstellen... Okay, der ist so weit weg. Ihr müsst euch einfach mal vorstellen, was wäre, wenn die recht haben? Weißt du, was ich meine? Was wäre, wenn es wirklich alles so kommt? Ich weiß nicht. Also die Features, die ankündigen... Diese ganzen Features, ja. Ja, das wäre einfach nur episch. Und man sieht ja auch schon jetzt, du bist ja eben auf dem Hangar, dein Raumschiff. Es ist einfach so krass, das ist halt dein Raumschiff. Das ist nicht irgendwas Generisches, in das du dann einsteigst und dann kommt eine Ladesequenz und dann bist du in der Cockpit-Perspektive, sondern du steigst da ein, du fliegst das Ding los und andere Leute von außen können das sehen. Also das findet alles tatsächlich statt, ja. Es ist halt ein Multiplayer-Spiel und nicht irgendwie Singleplayer, wo man das ja dann so machen könnte. Erwischt. Wie ist denn das jetzt so, die Steuerung? Es ist ja oft bei Weltraumspielen so, dass es ein bisschen tricky ist. Genau. Also aktuell mit der Maus, Tastatur spielt es sich eigentlich ganz, ganz... Oh, fuck. Uiuiui. Spielt es sich eigentlich ganz gut, aber es ist halt sehr schwammig, sag ich mal so. Ich denke, mit Joystick und so würde es vielleicht besser funktionieren, vielleicht nicht. Kann ich eigentlich noch nicht mehr zu sagen, weil ich noch nicht auf anderen Devices gespielt habe, weil ich erst seit gestern mir das angeschaut habe. Und vor allem gerade, weil man halt auch den First-Person-Shooter halt mit Maustastatur halt besser spielt. Ne? Also man kann halt in einzelne Elemente reingehen und also in einzelne Stationen. Und diese Station kann man dann später einnehmen und ja. Ja, nochmal zu dem Landen. Also man soll landen können ohne Ladezeiten. Genau. Bei Fallout kann man ja nicht mal in ein Gebäude gehen ohne Ladezeiten. Und hier, du hast gesagt, man nimmt dann irgendwie in so einer Ellipsenbahn oder so, geht man irgendwie auf Kurs, Landekurs und dann kann man landen. Und die wollen tatsächlich einige Großstädte, unter anderem Berlin oder Moskau und sowas alles, genau, ja. Nachbauen auf verschiedenen Planeten, wo man dann seine Base haben kann. Und allein das, ja, ich meine, allein, jetzt überleg mal GTA, ne? Da bauen die, Los Angeles nach oder New York. Und man läuft da rum und denkt nur einfach, ey, wie krass ist das? Es ist einfach fucking New York oder es ist L.A. Und die sagen aber nicht, ich baue eine Stadt, sondern die bauen 3, 4, 5, was weiß ich, wie viele Großstädte nach. Und das ist aber auch nur ein kleiner Teil des Ganzen. Daran kann man schon erahnen, wie größenwahnsinnig eigentlich das Projekt ist. Aber wie gesagt, wenn es funktioniert, alter Schwede. Man muss halt einfach mal, so jetzt muss ich irgendwie eigentlich aussteigen und dann... Das wird knapp. Au, au, au. Okay, hat geklappt. Also ich soll jetzt hier aussteigen und das Ding wieder aktivieren. Okay. Ich hab's, also ehrlich gesagt, das ist jetzt hier kein Gelaber. Was ist los? Ich soll jetzt hier aussteigen und den Satelliten wieder aktivieren, aber ich hab's noch nie gemacht. Der musste das Raumschiff mal stoppen, oder? Ja, warte mal, wie geht das nochmal? Und dann auf Außeneinsatz, so, oder wie? Und jetzt? Okay, jetzt fliegst du jetzt Weltraumspaziergang, oder was? Ja. Alter, kannst du auf Third Person schalten? Wenn ich wüsste, wie das geht, vielleicht kann mir das der Chat sagen. Das ist mein Raumschiff. Oh, ich fliege jetzt hier rum. Ist ja wie... Alter. Bin mir ruhig. Oh. Okay. Oh, diese Stille, das ist krass, ne? Also im Raumschiff hört man den Schall, aber hier im luftleeren Raum
Okay, doch, hört man doch. Also, eigentlich dürfte man das nicht hören, aber egal. Es ist ja auch ein Spiel und nicht die Realität. Es ist natürlich auch ohne Soundeffekte ein bisschen. Aber es wäre, irgendwie wäre es konsequent, wenn die das jetzt, wenn das einfach dann leise wäre. Ich habe halt keine Ahnung, was ich jetzt hier mache. Ich glaube, musst du irgendwie das Ding hier aktivieren. Da, oder? Siehst du da nicht den Pfeil da oben als Missionsziel? Da oben. Das ist mein Raumschiff. Ach so. Ja, ich bin nur dabei, Digga. Jetzt entspann dich mal. Habe ich eine Waffe? Ja. Falls ein Raumschiff kommt. Muss ich jetzt hier drauf drücken? Das ist das rote Ding, oder? Hallo? Ne, offensichtlich nicht. Schade. Okay. Hui. Weiß einer, wie hat er mittlerweile den Chat schon zufälligerweise gewacht? Einfügen. Einfügen-Taste. Ah! Ja. What? Dankeschön. Nice. Ach, das, der Charakter, der hat richtige, ne? Düsen. Guck Düsen, dir mal die Schuhsohlen an, das Profil auf den Sohlen. Ja, guck dir mal, die, fängt die Düsen. Und der Arsch. Dead ass. Ist schon... Du musst in den Satelliten. Rein. Okay. Das mache ich doch glatt. Unten reingehen. Ist hier so ein Eingang? Sieht aus zumindest wie ein Eingang. Das Geile ist, dass wir im Weltall sind und er redet von unten. Unten da, ich weiß schon. Siehst du schon, rechts, links, geradeaus. Da sieht doch aus wie so ein... Das kommt mir vor wie bei Star Trek. Hier, kennst du die Szene, wo die da runterspringen? So ein Dings da runter? Ja, ja. Rote Lichter, gleich Einstieg beim Satelliten. Ist das hier der Eingang? Ich habe doch keine Ahnung. Ich hab noch nie einen Satelliten gebaut. Wie groß das Ding auch, ey, einfach ist. Ja, wir waren ja gerade bei, man soll halt wirklich ohne Spaß einfach auf einem Planeten landen können. Bei den Pipelines rein. Wo sind denn die Pipelines? In der Nähe der Solarzellen sind zwei Eingänge. Ich gebe dir einfach alle Informationen. Ungefiltert. Ungefiltert, das sind die besten. Hier, guck mal, das sieht doch... Nee. Ja, ich gebe mein Bestes. Wahrscheinlich respawnen die Piraten, solange wie das dauert. Ja, dann schieße ich die halt ab. Ja, da kommen die Piraten. Moment, wo ich es gesagt habe, oder was? Kommt her! Ja. Ich mache euch platt. Müsstest du jetzt nicht eigentlich durch den Rückstoß nach hinten geschleudert werden? Passiert aber nicht. Nee. Das ist eine rückstoßlose Waffe. Okay. Mist. Aber warte, du bist, glaube ich, falsch, oder? Also das scheint mir oben zu sein. Mach mal, geh mal die andere Seite, runter. Genau. Okay. Dann sterbe ich halt hellenhaft. Mein Gott, was soll's. Das sieht noch Eingang aus, oder? Boah, die kämpfen echt drum. Warte. Ja. Du machst sie nur auf dich aufmerksam. Ah ja, okay. Unten? Hier ist unten. Wahrscheinlich... Ah, die schießen auf mich! Okay, jetzt eine Laserwaffe. Ich werde belehrt, Laserwaffen haben keinen Rückstoß. Okay. Ey, warum schießen die auf mich? Das ist ja total... Was geht hier ab? Stirb! Piratenabschaum! Ja, komm, scheiß auf die. Wir wollen den Eingang haben. Ich will da mal reingehen. Aber was die Leute schon mal beantworten könnten, welche Station nochmal diese Geisterstation ist? Da gibt es noch eine Geisterstation, wo man rein kann. Mit so coolen Lichteffekten. Das wissen die Leute bestimmt. Weil wir haben bestimmt coole Spieler, die auch schon mal gespielt haben. Wir müssen einmal in die Werbung. Okay. Oh. Aber dann könnt ihr das schon mal beantworten und währenddessen versuche ich hier den Eingang zu finden. Gut, so machen wir das. Alles klar. Star Citizen, gleich geht's weiter. Große Freude, bis gleich.